Um nichts Sorgen machen? Philipper Kapitel 4 Verse 6 bis 9. Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Weiter, liebe Brüder, was wahrhaftig ist, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert, was einen guten Ruf hat, sei es eine Tugend, sei es ein Lob, darauf seid bedacht. Was ihr gelernt und empfangen und gehört und gesehen habt an mir, das tut, so wird der Gott des Friedens mit euch sein. Um nichts sorgen, kann diese Aufforderung ernst gemeint sein? Im Leben bekommt man doch nichts geschenkt. Man muss sich alles hart erarbeiten und wer zu spät kommt, den bestraft das Leben. So oder ähnlich denken doch viele Menschen und auch manche Christen. Es sind ihre eigenen Erfahrungen und vielleicht auch die Erfahrungen von dir. Die praktische Ansage, sich um nichts zu sorgen, klingt da vielleicht durchaus manchmal wie eine Provokation, wie etwas total Unrealistisches und nicht Umsetzbares, Weltfremdes. Möglicherweise kann man selbst als gläubiger Mensch darüber manchmal nur müde lächeln. Wenn wir als Christen ehrlich sein wollen, sollten wir erkennen, dass das sich Sorgen machen vor allem auch ein Ergebnis des Mangels an Geduld ist. Und die haben wir alle immer noch nötig. Hebräer 10, 36. Also nicht unbedingt ein Mangel an Glauben. Was wir wirklich gut können, ist, ungeduldig zu sein und sich Sorgen zu machen. Darin sind wir Weltmeister und den Deutschen sagt man das ja in besonderem Maße nach. Manches Warten kann auch eine Prüfung sein. Sind wir dafür offen? Die Realitäten des Lebens in dieser oft kalten, unpersönlichen und manchmal auch perspektivlosen Welt verursachen durchaus unbestritten viele Sorgen. Nicht zuletzt in der aktuellen Zeit, in der wir gerade stecken, wo Gesundheit, Arbeitsplatz, Familie, Versorgung, Verlust, manche Ungerechtigkeiten einem doch gehörig aufs Gemüt schlagen und Sorgen bereiten. Aber das Vertrauen auf Gott in unserem Leben ist die beste und die lohnendste Antwort darauf. Dazu werden wir aufgefordert in der Bibel. Und wenn nicht jetzt Vertrauen investieren, wann dann? Die Frage ist nicht, was Gott kann, sondern was passieren muss und darf, um unseren Glauben zu stärken und in unsere Bestimmung zu finden. Nur ein bewährter Glaube, und der findet nun mal in dieser kaputten Welt statt. Nur so ein Glaube macht uns geduldig. In Jakobus Kapitel 1, Verse 2 bis 4 steht: Meine Brüder und Schwestern, erachtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung fallt und wisst, dass euer Glaube, wenn er bewährt ist, Geduld wirkt. Die Geduld aber soll zu einem vollkommenen Werk führen, damit ihr vollkommen und unversehrt seid und keinen Mangel habt. Wir sollen etwas lernen und das Gelernte, Empfangene, Gehörte und Gesehene umsetzen, um dann in Gottes Frieden, der dann auch zugesprochen wird, sorglos zu sein. Was wir nicht oder noch nicht bekommen haben und verstehen und lernen konnten, das wird Gott von uns auch nicht verlangen und einfordern. Es gibt im Glaubensleben keine Unmöglichkeiten, sondern immer nur Menschen, Zeitpunkte, Ziele und Erkenntnisse. Alles in dem Maße und der Art und Weise, wie Gott es für richtig hält. Für jeden ganz persönlich, auch in deinem Leben. Glauben kann man tatsächlich in dieser Hinsicht lernen. Vor allem dadurch, dass man ihn nicht von seinem ganzen Leben trennt oder trennen lässt. Paulus sagte zu seinem Ziehsohn in 2. Timotheus Kapitel 3, Verse 14 und 15: Du aber bleibe bei dem, was du gelernt hast und was dir anvertraut ist. Du weißt ja, von wem du gelernt hast und dass du von Kind auf die Heilige Schrift kennst, die dich unterweisen kann zur Seligkeit durch den Glauben an Christus Jesus.
Wenn wir in Jesus bleiben, dann brauchen wir uns wirklich um nichts zu sorgen. Das ist kein Spruch, sondern die reine Wahrheit und die logische Konsequenz von was? Von der Macht, der Liebe, der Gnade und des Friedens Gottes. Das kommt alles von ihm. Sollten wir Angst, Nervosität, Unruhe, Zweifel, Unsicherheit, Sorgen und vielleicht sogar Depressionen haben, wenn Jesus uns aus Liebe und Gnade erlöst hat und wir niemals alleine sind? Ja, vielmehr, dass er mit seinem Heiligen Geist in unserem Herzen wohnt und wir das auch merken und feststellen können, jeden Tag. In 2. Korinther Kapitel 3, Verse 3 bis 6 schreibt der Apostel Paulus: Ist doch offenbar geworden, dass ihr ein Brief Christi seid durch unseren Dienst, geschrieben nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes, nicht auf steinerne Tafeln, sondern auf fleischerne Tafeln der Herzen. Dieser Geist von oben vertritt die Gläubigen, wie es Gott gefällt. Gerade auch dann, wenn uns manchmal die Worte fehlen und wir vielleicht gebetsmühlenartig uns immer nur wiederholen, weil uns nichts mehr einfällt. Um die Leitung im Heiligen Geist dürfen wir Gott auch bitten, nicht zuletzt im Gebet des Glaubens. In Römer 8, Verse 27 und 28 schreibt der Apostel Paulus: Der aber die Herzen erforscht, der weiß, worauf der Sinn des Geistes gerichtet ist, denn er tritt für die Heiligen ein, wie Gott es will. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Der Glaube zweifelt nicht, sonst ist es kein Glaube. Was uns daran hindert, zum Beispiel Berge ins Meer zu werfen, ist nicht der große oder kleine Glaube, sondern die Zweifel in unserem Herzen. Markus 11, 23. Was wir aber nicht empfangen haben, das muss uns, wie gesagt, auch kein Kopfzerbrechen verursachen. Wir sollen in dem unseren Glauben wirken lassen, was wir gelernt und empfangen haben, und nicht darüber hinaus. Es gibt auch ein Maß des Glaubens. In Römer 12, 3 steht: Denn ich sage, durch die Gnade, die mir gegeben ist, jedem unter euch, dass niemand mehr von sich halte, als sich's gebührt, sondern dass er maßvoll von sich halte, wie Gott einem jeden zugeteilt hat, das Maß des Glaubens. Kümmern und sorgen wir uns um Dinge, die uns nicht gegeben sind, kann nichts Erbauliches dabei herauskommen, höchstens Ärger mit dem Bruder, mit der Schwester. Nicht jeder hat es empfangen, Berge zu versetzen oder über das Wasser zu laufen oder auch zu predigen oder Menschen die Hände aufzulegen, damit sie gesund werden und so weiter. In erster Linie haben wir alle die Vergebung unserer Sünden empfangen. Das ist das Allerwichtigste und darin dürfen und sollen wir feststehen. In Römer 6, 11 heißt es: So auch ihr, haltet euch für Menschen, die der Sünde gestorben sind und für Gott leben in Christus Jesus. Daran sollten wir niemals zweifeln. Und das gilt für jeden Christen, egal, ganz egal, ob er viel oder wenig Glauben hat. Und wenn wir nun durch das Evangelium Jesu Christi Erlösung, ewiges Leben und das Reich Gottes als Erbe erhalten haben, vor welchem Mangel oder welcher Unsicherheit im Leben sollten wir uns wirklich noch fürchten? Vor der Zukunft? Nein. Paulus schreibt in Römer 8, Verse 31 und 32: Was wollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns? Wer kann wider uns sein? Der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Was wir immer beherzigen und umsetzen sollten als Christen, ist das Gebet. An unserem Gebetsleben können wir unser geistliches Leben ablesen. Und wer nicht oder nur wenig betet oder in falscher Weise, der hat nichts und erhält auch nichts. Jakobus 4, 2. Rechte Fürbitte zum Beispiel sucht nicht die äußere Form oder die Häufigkeit, sondern sie sucht die Wirklichkeit Gottes im Leben dessen, für den man beten will und manchmal auch sollte. Darum hat auch der Mitarbeiter von Paulus, der Grieche Epaphras, dies auch genau so formuliert, wie es besser und klarer nicht sein könnte. Er sagte
in Kolosser 4, 12, erfüllt mit allem, was Gottes Wille ist. Beten wir nicht auch, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden, Matthäus 6, 10. Darum geht es. Dieser Wille Gottes ist dynamisch, weil nicht immer für jeden und alles jetzt, später oder nie etwas Gültigkeit haben kann. Der Wille Gottes ist immer die persönliche Wahrheit und geistliche Realität im Leben eines Kindes Gottes. Ganz individuell und ganz persönlich und niemals zu spät. Søren Kierkegaard schrieb einmal: Beten heißt nicht, sich selbst reden hören. Beten heißt, stille werden und stille sein und hören, bis der Betende Gott hört. Gebet soll ein Ausdruck unserer Beziehung zu Gott sein, alleine oder in Gemeinschaft, in Gedanken oder auch hörbar. Und es hilft uns, mit unseren Sorgen am sinnvollsten umzugehen. Durch das Gebet geben wir unsere Sorgen dem allmächtigen Gott. Wenn wir das Gebetsleben des Menschen Jesus zu seinem Vater in der Bibel studieren, werden wir diesen innigen Beziehungswunsch ganz klar erkennen. Jesus und Gott waren und sind eins und in allem einig. Johannes 10, 30. Und Gott ist ein Gott, der Gebete erhört. Psalm 65, 3. Du erhörst Gebet, darum kommt alles Fleisch zu dir. Und dieser Gott, an den wir glauben, er möchte auch gebeten werden. Denn er liebt die Seinen und ist ihr ewiger Vater. Und es gibt doch nichts Schöneres für einen Vater, wenn ihn seine Kinder um etwas bitten. Es ist unsere Verantwortung zu beten und Jesu Verantwortung, diesen Gebeten mit Blut erkaufte Autorität zu geben. Und das tat er. Es gibt keinen anderen Grund für Gott, unsere Gebete zu erhören, außer durch Jesus Christus, der für unsere Sünden gestorben und auferstanden ist. Und wenn wir das glauben, sind wir Kinder Gottes. Wenn wir dann trotz unseres Gebetes manchmal erleben, dass etwas nicht so geschieht, wie wir dachten oder noch nicht, heißt das nicht unbedingt, dass Gott das Gebet nicht erhört hat oder niemals erhören wird. Je näher wir Gott im Geist sind, desto mehr wird sein Wille dann auch unser Wille und wir können bitten, was wir wollen und es wird uns geschehen. Matthäus 21, 22. Und das sollten wir eben wissen, dass Gott es immer besser weiß als wir und immer genau versteht und erkennt, was wir brauchen, wann wir es brauchen und auch, was wir nicht brauchen und wann wir es nicht brauchen. Wir dürfen diesem ewigen, allmächtigen, allgegenwärtigen, allwissenden Gott in allem vertrauen, auch gerade was unsere Wünsche betrifft. Ob man halbherzig und mit links um etwas ringen kann? Wohl eher nicht. Darum ist ehrliches und beständiges Gebet und dass man seine Sorgen täglich Gott gibt, ebenso auch seine Freude und Dankbarkeit, etwas sehr Positives und Segenreiches im Leben eines Christen ist. Um Frucht dürfen wir Gott immer bitten, denn gute Werke in der Erkenntnis und Wirklichkeit Gottes schenken uns geistliche Weisheit und Einsicht. Kolosser 1, 9-11. Wer diese Weisheit erwerben will, in Anführungszeichen, der tut es gut. Denn der Weisheit Anfang ist, erwirb Weisheit und erwirb Einsicht mit allem, was du hast. Sprüche 4, 7. Wir dürfen uns das also auch etwas kosten lassen. Und auch darum dürfen wir Gott bitten, für diese Weisheit, für diese Erkenntnis und auch, dass wir auf rechte Art und Weise suchen und auf rechte Art und Weise uns investieren. Mit dem, was wir sind, mit dem, was wir haben, mit dem, was uns möglich ist. In Jakobus 1, 5 steht entsprechend: Wenn es aber jemandem unter euch an Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der jedermann gern und ohne Vorwurf gibt, so wird sie ihm gegeben werden. Ich wünsche euch von Herzen, dass ihr das kommende Jahr 2022, dass ihr das im Segen Gottes erleben dürft, dass der Herr eure Wege leitet, euch die Türen öffnet, durch die ihr gehen dürft und sollt, und dass er euch Frieden gibt und euren Glauben stärkt und dass ihr für die Menschen, die mit euch zu tun haben, ein Segen sein dürft.
Glaubt an den Herrn Jesus Christus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Er wird alles gut machen. Ihm dürfen wir vertrauen, auch für das kommende Jahr. Gott segne, behüte und bewahre euch. Alles wird gut. Amen. Thank you.